Herzlich willkommen zur zweiten Runde des DFB-Pokals. Und hier sind unsere Tipps zu den vorweihnachtlichen Spielen. Jetzt stimmt's aber wieder mit den Stimmen. Und genau. Ich bin auch positiv gestimmt, dass diese DFB-Pokalrunde nochmal Jingle Bells gibt in den Toren. Und es geht los gleich mit einem Duell zwischen Köln und Osnabrück. Wir brauchen uns bei den meisten Duellen, glaube ich, nicht unbedingt intensiver damit befassen. Es sind immerhin 16 Spiele, deswegen dass diese Sachen im Schnelldurchlauf. Interessant hier, 1,6er Quote auf Köln zu Hause. Vielleicht ein Asian Handicap minus 1 auf Köln bei 1,95. Interessant. Außerdem über 2,5 Tore, immerhin eine 1,8er Quote. Das sind doch sehr attraktive Quoten, wenn man bedenkt, hier spielt ein Bundesligist gegen Osnabrück. Ja, so sieht's aus. Also ich glaube auch, Köln ist nicht eins der Teams, das sich von den untypischen Gesetzen des DFB-Pokals aus der Ruhe bringen lassen sollte. Die sind in der Bundesliga gerade gut drauf, gerade unentschieden gegen Leipzig. Über 2,5 Tore finde ich attraktiv genug bei der Quote. Und ein Ausscheiden vom FC Köln glaube ich nicht. Das nächste Duell ist ja zwei Bundesligisten, Augsburg gegen Leipzig. Bei Augsburg läuft es weiterhin nicht so wirklich in der Liga. Leipzig läuft es wunderbar, locker, flockig, spielen eine hervorragende Saison bisher. Und bei diesem Spiel sind eigentlich immer auch viele Tore unterwegs. Jetzt ist die Frage, wie ist die Quote hier? Leipzig mit einer 1,6 ist mir nicht gut genug, um hier nach 90 Minuten auf den Sieg zu gehen, denn sie haben jetzt schon ein bisschen federn lassen, auch gegen Köln und Augsburg, nicht zu unterschätzen. Ja. Mhm. Gefällt mir auch die Quote auf Augsburg extrem gut, die ist sehr hoch. Lass Augsburg ruhig mal ein bisschen besser spielen als zuletzt im Pokal. Vielleicht ist das drinnen mit einem Asian Handicap plus 1 auf Augsburg. Gäbe eine Zweierquote. Drauf zu setzen ist eine andere Sache. Dafür bin ich dann doch zu sehr davon überzeugt, dass Leipzig hier sich nichts unbedingt zu Schulden kommen lässt. Auch die 1,6er-Quote, das ist immer so ein bisschen trügerisch hier. In der Bundesliga würde ich es vielleicht sogar ins Auge fassen, auf Leipzig zu gehen, aber im Pokal jetzt gerade nicht mehr. Leipzig hat ja in der Saison gut performt, jetzt in der Liga gerade wieder einen Punkt oder zwei Punkte verschenkt, mehr oder weniger. Und ja, die Augsburger, die haben noch ein bisschen mehr gut zu machen vor Weihnachten, um hier ein bisschen ein paar Geschenke unter den Baum zu legen. Ja. Jetzt wird es aber interessant, Radek, denn wir haben hier ein Team mit DFB-Pokal-Tradition, natürlich den SSV Ulm, die gegen die desolaten Schalker spielen. Frage für dich, mit welcher Taktik würdest du als Ulmer Trainer in dieses Spiel gehen? Naja, vielleicht erstmal den Schalkern wehtun, das ist aber allgemein immer meine Taktik, erstmal dem Gegner auf die Füße treten, um zu zeigen, dieser Platz gehört uns und wenn du das nochmal machst, dann ja, tut's weh oder so, hat er mal irgendein Verteidiger gesagt, ich glaube Jens Jeremies war es, hat er zu seinem nicht deutschsprachigen Gegner gesagt, bis hier okay, da aua und naja. Er hat auch zu einem Saudi-Arabier mal gesagt, hast du einen Vogel, als er ihn gefault hat, ja. Kann ich mich auch noch daran erinnern. Aber darum geht's nicht, es geht hier um Ulm und ganz ehrlich, als Ulm würde ich doch jetzt bei dem Spiel denken, Schalke, die haben sowas von gar kein Selbstvertrauen, da läuft alles überhaupt nicht nach Plan, haben jetzt den 100. Trainer, der auch wieder keinen Erfolg gebracht hat. Nochmal Gratulation an David Wagner, nachträglich immer noch der Trainer des Jahres, der Trainer des Jahrhunderts, dass er mit diesem Team in der Hinrunde so gut abgeschnitten hat letztes Jahr. Ich glaube, dass Ulm wirklich offensiv rangeht, vielleicht sogar in Führung gehen kann. Ich glaube nicht, dass sie weiterkommen, aber ich denke, dass als Ulmer würde ich nicht auf Null spielen und schauen, möglichst lang das Unentschieden zu halten, was ja so ein Regionalligist oder tiefere Mannschaft, untere Mannschaft oftmals tut gegen den Goliath, sondern einfach mal ordentlich drauf, offensiv ran und versuchen 1-0 zu schießen und dann ist die Verunsicherung 10-mal höher. Also
erstes Tor Ulm, weil du es letztes Mal auf Leverkusen angesprochen hast. Vielleicht wäre das sogar eine witzige Wette. Ja, das hat wahrscheinlich sogar Value 3,3 auf Ulm. Naja, das ist schon hoch spekulativ. Ja. Ich denke nämlich eher fast in die andere Richtung. Klar hat der Stevens jetzt beim Einstand nicht die Punkte geholt, aber gegen Ulm ist ein Erfolgserlebnis umso wichtiger. Und in der Sportschau haben sie auch gesagt, dass Stevens ja schon jetzt zum vierten Mal Trainer bei Schalke ist und in jeder seiner drei vorherigen Amtszeiten hat er immer irgendwas gewonnen. DFB-Pokal, UEFA Cup, und das könnte doch auch sein, dass er hier in so K.O.-Spielen seine neuen Spieler jetzt erreicht. Was mich allerdings fast noch ein bisschen wundert, ist, warum die Stevens holen und nicht Co-Trainer Mike Büskens eine Chance geben. Der wird fast da schon ignoriert, weil, weiß nicht warum, vielleicht ist da was vorgefallen, weil Olaf Thon hat ja zum Beispiel Büskens als Trainer gefordert. Wahrscheinlich haben sie es deswegen erst recht nicht gemacht, aber grundsätzlich hat der Büskens schon immer bei Schalke echt Cooles geleistet und jetzt ist er halt zum fünften Mal da Co-Trainer. Naja, egal, das nächste Spiel, die Hoffenheimer gegen Fürth zu Hause. Hoffenheim hat gewonnen. Überraschenderweise ein bisschen oder vielleicht auch einfach stark und ist jetzt natürlich gegen Fürth auch der klare Favorit. Ja, klarer Favorit, 1-5 finde ich jetzt eigentlich auch schon wieder fair, ganz interessante Quote. Generell, wenn ich mir die Duelle anschaue, dann kann man hier schon mal über so klassische Verdoppler, 1-3, 1-4er Quoten vielleicht der Favoriten kombinieren. Da würde zum Beispiel Hoffenheim dazugehören. Mit Köln kann man sich noch vielleicht noch ein bisschen absichern mit einem minus 0,25, wenn man die Quote noch niedriger haben möchte. Aber auch hier sehe ich eigentlich keine großartige Einzelwette, die Sinn machen würde. Naja, also ich gehe ja schon davon aus, dass Hoffenheim, gerade weil sie auch im Turniermodus, sprich Europa League, sehr stark performt haben und dass sie auch hier in diesem Turniermodus DFB-Pokal gegen eine schwächere Mannschaft wie Fürth dementsprechend performen werden. Ein Sieg mit 2 Toren Vorsprung gäbe eine Quote von 2,35. Das finde ich hier sehr attraktiv und die Tore auch natürlich, gesamt über 3 bei 1,85 kann man natürlich auch nehmen. Also dann spielt Fürth halt meinetwegen auch mit, schießt ein Tor. Kramaric schießt immer 2 Tore, also immer. Meistens. Und gegen Fürth sowieso. Deswegen, das wären 2 absolute Favoritenwetten bzw. Torwetten. Bin auch ein bisschen überrascht, dass die Buchmacher hier bei Overtoren im Prinzip bessere Quoten geben teilweise als in der Bundesliga, wobei wir hier einfach diesen Klassenunterschied oft haben, was meiner Meinung nach dann umso attraktiver für Overwetten ist. Jetzt muss ich mir das Wort attraktiv verkneifen und ich suche nach Synonymen, während du Braunschweig gegen Dortmund deine Einschätzung geben kannst. Genau, dann such mal weiter, aber ich bin auch so deiner Meinung, auch gerade bei Länderspielen und DFB-Pokalspielen über Tore immer mal gucken. Dortmund hat uns enttäuscht gegen Union, oder Union hat einfach da weitergemacht, wo sie aufgehört haben, einen tollen Fußball gespielt. Jetzt hier Dortmund gegen Braunschweig, da glaube ich nicht an einen Aussetzer. Spannender ist es da auch schon fast wieder auf die Übertore zu schauen. Auch hier könntest du über 3,5 gehen. Denn wenn Dortmund das schafft, was sie häufig geschafft haben, viele Tore schießen und schlecht verteidigen, dann ist hier ganz schnell ein 3-1 drin oder so. Ich glaube schon, dass Braunschweig bei der derzeitigen Defensive von Dortmund trifft. Und könnte man eigentlich auch gleich eintüten. Nee, also erstens war die Quote für ein über 3,5 sehr schlecht ist mit 1,78. Zweitens, weil wir überhaupt nicht einschätzen können, wie Braunschweig gegen eine Bundesligamannschaft performt. Und drittens, weil ich davon ausgehe, dass Dortmund nicht nochmal so schlecht aussieht wie nach den 2 Eckball- oder 2 Standard-Gegentoren von Union. Also da würde ich jetzt wirklich mal Abstand nehmen. Dresden gegen Darmstadt, das ist ja dann schon eher was für Zweitliga-Fans.
Und daher wird die Quote hier auch einigermaßen ausgeglichen sein. Ist es mit 2,0 auf Darmstadt aber de facto nicht. Die Dresdner zu Hause und prinzipiell ein Spiel, in dem alles passieren kann, würde jetzt hier nicht unbedingt dann da eine Wette platzieren, aber wer hier ein besseres Gefühl hat, kann das gerne tun und schreibt mir euren Tipp zu diesem Top-Spiel Dresden gegen Darmstadt gerne in die Kommentare und wir gehen weiter und halten uns nicht lange mit solchen Spielen auf, denn da gibt es noch interessantere. Du sagst halt, dass Dresden nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga spielt oder wie kann ich das gerade interpretieren, dass du sagst, das ist eher was für Zweitliga-Leute? Ja, oder darunter. Oder Darmstadt kommt runter. Nächste sind die Jungs aus Elversberg gegen Gladbach. Gladbach hat jetzt eigentlich auch schon wieder ein paar Spiele enttäuscht, beziehungsweise keinen Dreier geholt, Führung gegen Hoffenheim abgegeben, zwar ein 3-1 Rückstand noch gegen Frankfurt aufgeholt, gegen Madrid haben sie ja desolat gespielt. Auch hier lassen uns vielleicht auf die Tore schauen, denn die Quoten Asian Handicaps, die sind schon sehr, sehr hoch und keiner von uns kennt, glaube ich, Elversberg, was die imstande sind zu leisten. Hier, ich finde auch hier schon wieder die 3,5 sehr, sehr sexy. Ja, weil sie auch höher ist als im vorherigen, und zwar um 0,3 fast. Deswegen hier ist es attraktiv, sexy, gut. Eine Value-Quote, wenn man auf über 3,5 Tore geht, da hat ja Lars Stindl allein schon 3 oder 4 in seinem Köcher, wenn er denn spielt. Und Elversberg, ja, die können es vielleicht knapp machen, wenn Gladbach es zulässt, aber in der Regel muss man hier schon auf den Bundesligisten gehen. Union Berlin gegen Paderborn, also die haben ja letztes Jahr noch gegeneinander gespielt in der Bundesliga, beide miteinander aufgestiegen. Union sensationell drin geblieben, Paderborn wieder zurück in die zweite Liga, sang- und klanglos. Und jetzt zeigt sich hier dieser Unterschied mit einer Quote von 1,54 auf Union. Und so knapp war es in den Spielen letzte Saison. 1-0 für Union und 1-1 für Paderborn. Also ja, könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht wird es dann doch knapper. Aber dann würden wir wieder den so ach so krassen Eisernen vielleicht ein bisschen Unrecht tun. Deshalb dürften wir eigentlich auch gar nichts mehr sagen, so oft wie wir schon falsch gegen Union getippt haben. Nichtsdestotrotz, das erste Mal, dass sie jetzt Favorit in dem Spiel sind, seit wahrscheinlich das erste Mal in der Saison. Das ist potenziell gefährlich und deshalb würde ich auch hier von der Wette Abstand lassen, also auch nicht auf den Sieg gehen, denn dafür finde ich die Quote fast schon zu gering. Mhm. Denke auch. Zu gering. Da ist ein klares No-Bet-Spiel am Start und das sind alle Dienstagsspiele gewesen. Am Mittwoch, am Tag vor Heiligabend, geht es nochmal rund und zwar Rot-Weiß Essen gegen Düsseldorf. Das ist ja, wenn ich mich nicht ganz täusche, von der Entfernung nicht allzu weit. Ich kenne mich sehr schlecht in Nordrhein-Westfalen aus, aber ich denke, das ist sehr interessant, weil die Essener ja eigentlich eine bockstarke Traditionsmannschaft sind. Ich habe sogar einen Kumpel von uns beiden, der Essen-Fan ist und Max Mack, schöne Grüße Mad Max und sein Vater übrigens Lookalike von Felix Magath, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, er selber auch. Ja, wird er mal, wenn er noch älter wird. Ja. Essen gegen Düsseldorf, hier die Düsseldorfer 1,8. Warum nicht hier Asian Handicap auf die Essener setzen? Aber hier ist doch ein klassisches Spiel, Pokal, alles drin. Wäre eigentlich hier für mich ein untippbares Spiel. Vielleicht nur auf Tore, aber sonst. Ich glaube, das ist wirklich eher für den DFB-Pokal klassisch geeignet. Eine Überraschung ist drin. 1x oder so. Hier würde ich nicht auf einen Sieg von Düsseldorf gehen, sondern nach einem Unentschieden eigentlich auf Essen halt die Tendenz eher nach 90 Minuten. Alles andere würde ich nicht empfehlen. Bei Wolfsburg gegen Sandhausen, da könnte man auch schon wieder auf die Tore schauen. Unter Tore, jetzt gerade Wolfsburg erst wieder mit einer bärenstarken Defensive gegen den VfB Stuttgart ein 1-0 über die Zeit gerettet.
Das ist ja auch unser erfolgreicher Tipp am Wochenende gewesen. Und wenn wir hier auf Untertore schauen, dann sehen wir bei unter 3 eine 1,99. Finde ich persönlich schon gut, weil ich glaube nicht, dass Wolfsburg was anbrennen lässt und Sandhausen sollte man nicht unterschätzen, aber mehr als ein 2-0, maximal 2-1 ich auch wiederum nicht für Wolfsburg. Mhm. Interessant, frage mich warum, aber ja, würde ich einfach gar nicht antatschen bei der Quote, reizt mich das überhaupt nicht. Auch die Tore von den Quoten her eher weniger, außer man geht halt, wie der Kollege, extrem stark davon aus, dass ja, Wolfsburg schon diese Saison genug geschossen hat an Toren. Mainz empfängt Bochum und da ist natürlich bei Mainz auch immer die Gefahr jetzt, dass sie hier gegen einen unterklassigeren Gegner doch nicht so gut aussehen dann vielleicht am Ende. Mit einer 2,2er Quote sind sie auch nur knapper Favorit. Da würde ich aber fast sagen, ja, ich setze grundsätzlich im DFB-Pokal eigentlich immer auf die Mannschaften, die in der Liga eine Stufe oben stehen oder mehrere. Und das wäre dann natürlich auch in dem Fall ein Mainzer Sieg, aber Mainz kannst halt nicht trauen, das ist der Haken. Ja, und Bochum erstaunlich stark in dieses Jahr in der zweiten Liga, derzeit auf dem Aufstiegsplatz oder beziehungsweise auf dem Relegationsplatz, Rang 3 derzeit, noch vor dem HSV, die zwar ein Spiel weniger, aber egal. Also Mainz ist sehr, sehr angeschlagen, hat gegen Berlin kein Tor geschossen, immer einen Punkt geholt, gegen Köln kein Tor geschossen, gegen Werder kein Tor geschossen. Also wo sollen sie sich das Selbstvertrauen holen, wenn nicht gegen einen Zweitligisten, der aber gut in Form ist. Also gefährliches Spiel. Ich glaube, Mainz hätte sich eher einen anderen Gegner gewünscht und von daher auch hier ein Unentschieden nach 90 Minuten nicht unwahrscheinlich. Ja, das wäre natürlich cool, wenn man da ein paar Elfmeter schießen oder überhaupt ja, interessante Spiele sieht. Jetzt aber, das ist doch ein Spiel für dich, hä? Oh, da schlagen ja zwei Herzen in deiner Brust. Geboren in Hannover oder beziehungsweise jetzt eine Familie kommt daher und Fan von Werder Bremen. Ganz genau und tatsächlich eins meiner ersten Stadionbesuche in diesem Leben war bei Hannover. Ich glaube, damals haben sie gegen Kaiserslautern oder so gespielt. Aber egal, Hannover in der zweiten Liga im Mittelfeld, genauso wie Werder Bremen, da nehmen sie sich nicht viel. Die Quote auf den Erstligisten mit 2,18 erstaunlich hoch. Allerdings muss man auch wissen, dass Werder seine Siege eigentlich nur gegen schwache Teams holt. Also gegen Mainz, gegen Bielefeld, gegen Schalke. Und das war es dann auch schon. Von daher ist diese Skepsis auch bei den Buchmachern nicht ganz unrichtig. Ich tue mir einfach mit dieser Werder-Mannschaft dieses Jahr wirklich schwer, die jetzt auch irgendwie so zu hypen. Mich freut es, dass viele andere schwächer sind. Aber Hannover, die auch Höhen und Tiefen hatten und auch noch haben, letztes Jahr, dieses Jahr, sollte man nicht unterschätzen. Hier könnte man aber trotzdem sagen, weil die Quote eben doch so hoch ist, eine 2, bei einem Auswärtsspiel ohne Fans, ohne Anreise, Hannover, Bremen ist ja wirklich nicht weit auseinander. Da bist du eigentlich in einer Stunde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von daher, Sieg auf Bremen, wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Interessant hier natürlich auch ein Unentschieden, dass es in die Verlängerung geht. Das hätten die Hannoveraner bestimmt im Kreuz. Aber die Quote für Bremen, ja, die ist gut. Stuttgart gegen Freiburg. Die Freiburger gerade sensationell 4-1 gegen Hertha gewonnen in der Liga. Jetzt auch schon seit einigen Spielen ohne Niederlage. Hier sehen wir es. Freiburg, sowas sieht man sonst vielleicht von Bayern München. 3 Siege in Folge, 2 Unentschieden. Oder ist es die DFB-Pokalbilanz? Nein, es ist wahrscheinlich schon in der Bundesliga. Denn Stuttgart hat gerade gegen Wolfsburg 1-0 verloren. Und ja. Naja, sonst wäre Freiburg auch ehrlich gesagt DFB-Pokalsieger, weil wir sind ja erst in der zweiten Runde. Überhaupt in der zweiten Runde ist das Ganze, finde ich, noch ein bisschen unspektakulär. DFB-Pokal wird dann aus meiner Sicht erst so spannend im Achtel- oder Viertelfinale, außer du bist halt Fan von irgendeinem Team. Vergesst mir bei dem Spiel bitte eins nicht. Der SC Freiburg hat gegen Stuttgart in der Saison gewonnen, am ersten Spieltag, hat jetzt einen Lauf. Sieg gegen Schalke, Sieg gegen Berlin, während Stuttgart hier verloren hat gegen Wolfsburg und auch davor
nur ein Unentschieden gegen Union Berlin geholt hat. Von daher sehe ich hier schon Freiburg mit dem Potenzial, mindestens nach 90 Minuten unentschieden zu stehen. Noch dazu haben sie die deutlich erfahrene Mannschaft. Noch dazu haben sie einfach im Kreuz, oder besser gesagt den Rückenwind durch die Siege, durch den ersten Sieg in der Bundesliga, im ersten Spiel gegen Stuttgart. 0,5 plus auf Freiburg ist schon eine richtig geile Wette. Ja, muss man so unterschreiben und dann hoffen, dass Freiburg das liefert, was du versprichst. Wehen Wiesbaden gegen Jahn Regensburg. Zum Abschluss nochmal so ein Leckerbissen. Und was soll man dazu sagen? Die Quoten relativ ausgeglichen. Tendiere ein bisschen zu Regensburg. Das ist einfach nur mein Gefühl. Und ansonsten eine klassische No-Bet, die wir uns hier, glaube ich, sparen können. Ja. Ansonsten gibt es dann noch zwei weitere Spiele, die verlegt wurden am 12. Januar mit Leverkusen gegen Frankfurt und Bayern gegen Kiel. Das ist noch dann zu weit weg. Da ist die Bundesliga schon wieder weitergegangen. Deswegen lassen wir das mal außen vor und freuen uns drauf, wenn ihr noch ein paar coole Tipps aus diesen ganzen Spielen rausfiltert und uns in die Kommentare postet. Verrückt, dass übrigens der Tabellenerste der zweiten Liga gegen den Tabellenersten der ersten Liga spielt. Auch eine ganz, ganz klasse Geschichte für Kiel. Die Bundesliga geht tatsächlich am 2. Januar schon wieder weiter. Gibt ja dieses Jahr keine wirkliche Winterpause, nur eine Woche Weihnachtsferien. Ja, mehr brauchen die Spieler auch nicht. Die sollen für ihr Geld auch ein bisschen was tun. Also das ist ja, eine Woche ist da mehr als genug. Ja, für uns ist doch auch klasse, Radek. Das heißt, wir sind wieder zusammen hier mit dem nächsten Bundesligaspieltag am 1. Januar. Man hat ja eh Ausgangsbeschränkungen, von daher wird eh keiner von uns wahrscheinlich mit einem fetten Kater irgendwo unter einer Brücke aufwachen. Und dementsprechend freue ich mich auf dich auch wieder am 1.1. Und von mir an alle euch da draußen, die auch dieses Video wieder bis zum Ende geschaut haben, fröhliche Weihnachten. Passt auf euch auf, bleibt gesund und gönnt euch schöne Geschenke. Gleiches gilt von mir und frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und dann sehen wir uns wieder in der Zukunft.